Nachdem die Spielerfrauen Rebecca Vardy und Colleen Rooney ihre jahrelange Fehde vor Gericht austrugen, gibt es jetzt ein Urteil im Prozess. Der Krieg der Spielerfrauen findet, vorerst, ein Ende. Vor Gericht in London hat Colleen Rooney den Verleumdungsprozess gegen Rebecca Vardy gewonnen. So könnten auf Vardy etwa 3 Millionen Pfund Anwaltskosten beider Seiten zukommen. Die zuständige Richterin urteilte, Vardy habe Geschichten über Colleen Rooney an die Presse weitergegeben. Agatha Christie, Colleen Rooney gewinnt gegen Rebecca Vardy. Auf ihrem Instagram- und Twitter-Profil beschuldigte Colleen Rooney im Oktober 2019 ihre eigentliche Freundin Rebecca Vardy, sie hintergangen und verraten zu haben. Lange Zeit habe sie vermutet, jemand aus ihrem Freundeskreis würde Details aus ihren privaten Instagram-Stories an die britische Zeitung The Sun weitergeben und überlegte sich deshalb eine Strategie, den Verräter zu überführen. Nach britischem Recht musste Rooney, die wegen ihrer detektivischen Nachforschungen in den Medien auch Agatha Christie genannt wird, ihre Anschuldigungen vor Gericht beweisen. Ich habe jeden geblockt, sodass niemand mehr meine Instagram-Stories sehen konnte, bis auf einen Account, schrieb sie. Über die vergangenen 5 Monate habe ich eine Reihe facher Stories gepostet, um zu sehen, ob sie ihren Weg in die Sun finden würden. Und wisst ihr was? Haben sie, erläuterte die Ehefrau von Wayne Rooney. Ich habe von allen Stories Screenshots gemacht und gespeichert, die deutlich zeigen, dass nur eine Person sie gesehen hat. Es ist Rebecca Vardys Account. Vardy wehrte sich lautstark gegen die Vorwürfe und betonte immer wieder, sie habe Rooney nicht hintergangen. Sie erzählte außerdem, dass sie und ihre Familie nach den Veröffentlichungen von Rooney bedroht worden seien. Interview Tod von Kaja Lenhardt. Cathy Hume, was mit Kaja gemacht wurde, finde ich brutal. Agatha Christie Vardys Anwalt betonte, seine Mandantin habe keine andere Wahl gehabt, als eine Verleumdungsklage einzureichen. Fußball-EM 2022. Das sind die Liebsten der deutschen Fußballfrauen. Die Auftritte beider Wachs vor Gericht, steht für Wives and Girlfriends, die Bezeichnung englischer Spielerfrauen, liefen nicht unauffällig ab. Beide sollen ihre Geschichten verkauft haben und wurden von Kameras begleitet. Eingekleidet in Designerklamotten schritten sie über mehrere Tage hinweg in das Gerichtsgebäude. Vardy berichtete im Zeugenstand, sie habe sowohl körperlich als auch mental unter den Vorwürfen Rooneys gelitten. Ihr damals ungeborenes Baby sei sogar in Gefahr gewesen, weil ihr Körper so mitgenommen war, sagte sie.
Ihre ehemalige Freundin nannte sie eine Schultyrannin. Plus lesen sie auch plus der irre Zoff der Spielerfrauen, Rebecca Vardy wehrt sich und ätzt gegen Colleen Rooney.